Man kann hier überall trinken. Bisschen wie bei Watch Dogs. Konnten wir überall Bier trinken? Das sind Profipuppen. Die erinnern. Die Bar sieht nett aus. Wir kommen im Konfetti Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein Scheißvertreter. Ich gehe hoch. Was zum Teufel kümmert mich das? Garage von Kuba. Da drin stehen 20 nagelneue Kanis. Kuba war eine Sache, aber das in Nairobi geht zu weit. Farida. Scheint ja hier niemandem aufzufallen, dass hier plötzlich die Champagnerkühler und so. Wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unten. Wenn das betrifft, alle hier. Alle werden ein Schreck kriegen. Hey, jetzt schlapp. Jeder, der in Night City was auf sich hält, wird auf der ein Privatjet aus Seattle. Ein bisschen was geklaut. Lapis Lazuli Suite. Lapis Lazuli ist das grün, blau, rot, rosa. I don't know, ich kenne mich nicht aus. Hallo Susi. Tag. Wird auch Zeit. Hast du die Wand an? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда... Он так Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bug. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Quella und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Aber nicht so die schöne Aussicht, tatsächlich. Achso, ich soll scannen. Gut. Solltest du nicht nach dem Schacht suchen? Lass mich. Unter dem Kissen, oder? Nee. Immer noch nichts. Wie schwer kann das sein? Oh, das Loot. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Weg ist er. Da! Deine steckt fest! Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Gib her. Was machst du gerade? Hauptstory. Wir versuchen gerade... Wie heißt der? Takatsumi oder so? Jesus, wie? Wir versuchen gerade in sein Hotelzimmer zu kommen. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab?
Hm. Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Chica, wir haben keine Zeit. Hier. Ich habe auch Anzug an. Na dann. Also wie? Nicht ich. Verbinde mit Kamerafee. Guck, wie könnte dein Hirn etwas businessmäßig ich aussehe. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Boah, ich mir vorstelle, im Übermeer kriegt so ein komisches Ding lang. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, sieht der bestimmt auch gerade überhaupt nicht. Hätte dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn Bug? Findet. Und drin Problem. Das Chaos tut mir was leid. Denn? Überall war Blut. Ist im Weg. Aber das ich denke sie auch. Ordentlich. Was haben wir denn im Sackbett? Okay, Kondome. Schon dabei. Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Du weißt schon. Gut aussehend, stinkreich. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Arasaka? Männer wie der sind immer Single. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer in so eine Spinne über das Bett krabbelt. Nein. Schätzchen. Nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Das ist mein Business. In Tokio gab es spektakuläre Schlagzeilen. Die Nippon Daily News enthüllten heute ein streng vertrauliches Arasaka-Projekt namens Rally. Irgendwas ist mit dem Terrarium. Buck, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar du eine nichts. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeicheleien. Warum geht der unten lang? Ja, also das, na egal. Nee, das will man nicht. Ich muss auch sagen, unser kleiner Bot bei Watch Dogs war mir sympathischer. Ja, hier sieht halt wirklich wie eine Spinne aus. Der Watch Dogs Bot war süßer. Aber es ist auf jeden Fall noch eine Parallele zu Watch Dogs. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Wo ist Flathead? Da. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Was, drücke 3 oder 1? Jetzt schau zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit einem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaub,
glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flatter darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Das soll der Schacht sein. Okay. Der, weiß nicht, was, der guckt Fernsehen. Klettert mit dem Stuhl verlinken. Boah. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Ging schon mal besser. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay? Okay. Also ich muss mal sagen, mit den Main Quests levelt man super schnell. Letzte Main Quest schon 3 Level gemacht, jetzt schon mittendrin schon wieder 1 Level. Das geht fix. So, wir müssen irgendwo uns auf 9 leveln. Die Frage ist, wo? Wir mussten bisher halt noch nicht mit dem Auto kämpfen. Denn grundsätzlich ist Intelligenz, glaube ich, gar nicht so schlecht zu leveln. Wurfwaffen nutze ich nicht. Heilung, ich bin ja Fan von Heilung, ne? Wollen ja nicht sterben. Naja, steht hier nicht, erfordert 9 Tech-Punkte auf dem Attribut, damit die Grenze hier weg ist. So habe ich das zumindest verstanden. Weil ich kann ja hier oben nichts leveln, ist ja gesperrt. Thank you.
Auto ist doof. Haben wir denn hier Ausdauerkosten? Klingenwaffen nutze ich halt eigentlich auch nicht. Ich gucke nur nämlich gerade, welches Attribut ich jetzt auf 9 machen will. Wo dann das Cleverste dahinter steckt, sozusagen. Aber irgendwie... Ich glaube, ich gehe dorthin, wo das mit der Heilung war. Stumpfe Waffen nutze ich auch nicht. Ich glaube, ich mache hier Tech. Brauche ich noch einen Punkt und dann können wir hier oben nämlich weitermachen. Dann gebe ich den Vorteilspunkt jetzt noch nicht aus. Dann sammle ich den. Alles gut. War das damals noch nicht so? Vielleicht ist das ja auch neu. Jetzt mit 2.0. Oder so. Ich weiß es nicht. setz dich. Jackie ist weg. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor... Du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine Scheiß-Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Vielleicht wollte er aus dem System raus. Warum ist er dann wieder da? Schwer, das System zu verlassen, wenn es deine eigene Familie ist. Schwarzes Schaf bleibt ein Schaf, hä? So kann man's auch sagen. Kam auf allen Vieren zurückgekrochen. Erbärmlicher Pseudo-Rebell. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Was ich mich gerade frage, haben wir die ganze Zeit in den ganzen Hotelzimmern jetzt die Schächte offen gelassen? Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Jackie läuft. Hey. Komisch. Jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Tag. Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Nein. Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Wow, Jackie. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Hier waren wir ja schon mal. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, ich weiß nicht, Konzentration, der Safe. Ob ich das hier bei Susi schon mal gesehen habe. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Die kommen nämlich gleich hier oben rein. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn, dann müssen wir uns verstecken. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Toll, aber wird schon reichen. Hier wird ja nicht umsonst eine Waffe liegen, wenn wir erst alles aus... abgeben mussten. Da kommt was raus. Komm her, Bee. Ja, ich glaube, das habe ich bei Susi schon mal gesehen. Was jetzt? Mission. Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei.
Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass denn mir, okay? Reddick intakt? Neochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Ich glaube, wir können nicht mehr gehen. Ich glaube, die kommen jetzt. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. I knew it. Genau das habe ich gesehen. Bei Susi. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir. Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich weiß es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Vielleicht einfach mal die Klappe halten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Die scheinen alle taub zu sein. Kubi o tsukkomanaide kure tte itta daro. Oh fuck. Azushite ure. Arasaka-sama. Mada body check mo owatte imasen. Watashi no musuko da. Sonjite orimasu. お持ちしましょうか, Reino? 私がやる. 言ってくれ. Knapp. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat aber nicht. Kajate. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Oh, Jackie. Hat doch aber mal deinen Mund. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. Anta no mondaiten wa soko da. Sekai wa jibun chushin ni maatteru to omotteru. Gouman da yo. Yorinobu. Doushite koko e? Jikijiki ni ore ni kutsushoku o asiawase. 立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たち。 Das kann ich, erschießt jetzt nicht gleich der Vater seinen Sohn oder irgendwas? Bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwas passiert doch hier gleich. Oder andersrum, der Sohn den Vater oder irgendwas? Glaube ich zumindest. だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 Fuck! これでもう俺のことを許す必要はない。
immer so. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. そうだ。何の話です。竹村、お前の仕事は何だ。何の話です。単純な質問だ。答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっと Und jetzt kommt dieser Sneaky-Teil, glaube ich. Den ich auch bei Susi gesehen habe. Wir haben ja nur eine Waffe, die wir gefunden haben. Scheiße, was war das denn? Hat Saburo umgelegt. Was? Ich befürchte, wir werden jetzt das erste Mal massig Sicherheitsleute auf euch zu. Richtig sterben. Scheiße, wir sind geliefert. Wie? Nachdenken kannst du später. Wir müssen hier weg. Ja, schrei halt noch mehr rum, Junge. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck. Okay, hab was. Fenster, los. Saburo Scheiße Arasaka ist tot. Das überhaupt auszusprechen. Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck. Nein, nicht jetzt! Die haben mich... Fuck! Oh, Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Wo ist hier eine Leiter? Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Hoffe, die haben uns nicht gesehen. Nee, bestimmt nicht.